Willkommen aus München mit dem Samsung Galaxy S5, was wir allerdings heute nicht testen werden, sondern eine Wireless-Pad-Karte für das S5. Das heißt, Samsung hat angekündigt, ihr könnt das auch kabellos laden mit einer speziellen Hülle, die sie bald verkaufen werden. Allerdings, ich habe es noch nicht im Kauf gefunden, beziehungsweise sie sind normalerweise relativ teuer, wenn ihr sie original von Samsung kauft. Deswegen gibt es eine Firma, die heißt Phone Salesman. Und zwar könnt ihr hier das S5, die PWR-Karte hier ganz einfach kaufen. PWR steht für Power Card, also Wireless Power Card, und ihr könnt dann jedes Xi-Gerät, zum Beispiel das Coolpad, auch von Phone Salesman hier ganz einfach kaufen und dann das Handy einfach nur drauflegen und dann wird es auch schon geladen. Wie ihr sehen könnt, ich habe hier ein funktionstüchtiges S5 und ich muss jetzt nur hier dieses kleine Zubehör aufmachen, nachdem ich das hier bekommen habe zum Testen, und wir müssen die Rückseite machen, diese Karte, kleine Karte anbringen. Wir können den gleichen Original-Akku verwenden, der wird dann geladen, wenn man das einfach zu Hause auf dem Schreibtisch dann da liegen hat. So, viel mehr ist in der Verpackung auch gar nicht drin, wie hier nur diese schöne Ladegeschichte hier und auf der Rückseite übrigens noch eine kleine Beschreibung, wie es geht. Ganz einfach Rückseite abmachen, hinkleben. Hier ist so ein doppelseitiges Klebeband drauf. Ich werde es jetzt nicht hinkleben, denn ich muss das S5 zurückschicken. Aber hinkleben, Rückseite wieder dran machen und auf ein Pad legen zum Laden. So heißt, das Gerät kann anbleiben. Ihr macht es einfach auf und hier seht ihr schon noch diese kleinen goldenen Anschlüsse. Genau da wird das hier angebracht. Übrigens steht auf der Rückseite von der Verpackung hier drauf, es könnte sein, dass dadurch die wasserdichten Funktionen nicht mehr ganz so gut gewährleistet sind, wobei ich das bezweifle, dass es da irgendwelche Probleme geben sollte, denn es wird trotzdem außerhalb dieser ganzen Geschichte hier das Ganze so angebracht, ungefähr so, beziehungsweise innerhalb, und damit sollte auch kein Wasser weiterhin eindringen. Dadurch, dass es allerdings so einen halben Millimeter Dicke hat, also es ist nicht das dünnste Gadget, was ich hier gesehen habe, könnte es dann doch durchaus sein, dass es genau so weit die Rückseite rausdrückt, dass dann doch mal Wasser unten reinfließen könnte. So, hier seht ihr auch das Gadget und wir haben hier genau zwei goldene Anschlüsse. Einmal Strom und Strom. Und das Ganze legen wir einfach hier drauf. Und es gibt nur eine Möglichkeit, das hier hinzulegen, und zwar so. Ich drücke es jetzt einfach mal kurz hier rein. Aber es wird von alleine hier nicht drin halten, deswegen solltet ihr das Ganze hier drauf kleben. Ich probiere es jetzt einfach mal so, dass ich das Ganze hier einfach so lasse und dann die Rückseite dran mache, und das Handy sollte dann tatsächlich geladen werden, wenn ich das auf meine Ladestation lege. Die Rückseite geht zu, ist aus Plastik, es biegt sich nicht wirklich, es fühlt sich allerdings dicker an, also ein bisschen, ja, wird man jetzt als normaler User nicht sofort merken. Jetzt habe ich hier mein Ladepad auch schon angesteckt, beziehungsweise ich hatte schon eins, denn mit meinem Nokia Lumia 920 hätte ich das schon ein paar Mal benutzen können, und wenn ich es jetzt hier drauf lege, fängt das an zu laden. Genau, schon macht es Piep. Und hier kann man es vielleicht lesen, es wird geladen. Kannst man hier ganz nah ranbringen. Und dann seht ihr oben in der Ecke 99% und es wird geladen. So, das war es auch schon mit dem S5 PVR Card und dem Coolpad. Ihr seht, ich habe nicht das Coolpad benutzt, ich habe hier noch ein anderes, sind aber alle grundsätzlich die gleichen. Geniale Sache, recht billig, also ihr könnt für ein paar Euro, unter 50 Euro, euer Samsung upgraden. Wenn ihr das zugeschaut habt, bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, unseren Channel zu abonnieren. Piep.